Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. So, ich habe mich nach der letzten Aufnahme habe ich mich ein wenig umgesehen in der Welt und wir sehen, ich habe hier eine ganze Menge erkundet und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar haben wir hier oben ein schönes großes Eisenvorkommen mit 6,3 Millionen. Wir haben ein relativ großes Uranvorkommen. Wir haben hier oben noch ein riesiges Kohlevorkommen, Kupfer, Steine haben wir hier oben noch. Hier haben wir auch noch mal Kohle, aber wir haben immer auf den Inseln, wo die Rohstoffe sind, Gegner sitzen. So. Das heißt, wir werden diese Gegner auslöschen müssen und das werden wir jetzt langsam mal in Angriff nehmen. So, halt. So, Gegner auslöschen. Was heißt das für uns? Nun ja, wir brauchen auf jeden Fall Türme, wir brauchen auf jeden Fall Munition und wir sollten hier mal den Projektierschaden forschen, damit wir die einfach schneller töten können. So, ganz cool wäre auch das Auto. Einfach aus dem Grund, weil man damit relativ zügig die anderen, also die Basen kaputt machen kann, indem man rundherum fährt und immer drauf schießt, beziehungsweise mit Granaten drauf wirft. Genau, und bevor wir jetzt den physischen Projektilschaden forschen, forschen wir erstmal noch das, weil das sind Handgranaten. Und Handgranaten brauchen wir. So, dann. Für die einfache Schusswaffenmunition brauchen wir Eisenplatten. Das heißt, auf nach hinten zu unserem, ich sag mal jetzt Main-Bus und dann knapsen wir uns hier irgendwo mal das Eisen ab. Und zwar würde ich das doch direkt gleich hier machen. Zack, zack. So. Auch mal gleich noch ein. So, da ist nämlich die Forschung schon durch. Dann kommt jetzt das Auto. Wir bauen einen Splitter oder zwei. Und wir können nicht mehr, weil uns Eisenplatten fehlen. Nichts leichter als das. Holen wir uns. So. Dann kommt hier noch ein Tünnelchen. Zack, zack. Und ganz einfach so ein kleines Förderband. Wie gesagt, wir brauchen davon jetzt auch im ersten Step nicht Unmengen, aber ein wenig ist schon ganz gut. So, eine Fabrik, ich würde zwei bauen. Eigentlich können wir da gleich solche bauen. So. Das Ganze geht dann hier raus. Und da wir jetzt nicht so viel, wie gesagt, produzieren wollen, machen wir hier erstmal, Moment. Wir haben hier jetzt schon die bessere Munition. Die sollten wir vielleicht auch bauen. Die braucht Kupferplatten, Stahlträger und die Schusswaffenmunition. So, das heißt, hier hätten wir das drauf. Kupferplatten haben wir hier. Und dann würde ich das Ganze jetzt hier einfach mal nach oben leiten. Der Weg ist ja frei. Dann machen wir das Ganze hier. Machen wir es dann am besten zack. Zack. Machen dann hier einen Splitter hin. Der geht nach oben. Der geht einen rüber. Nach oben weg. Reicht das hier überhaupt? Natürlich wieder nicht. Aber sowas muss man dann halt aufpassen, dass man sich da nicht vertut. Aber da können wir jetzt ein rotes Untergrundbild nehmen.
Die sind nämlich länger. So. Genau. Und zwar, warum lege ich das hier hin? Naja, dann haben wir hier gleich beide Sachen auf einem liegen und haben das Ganze schon mal fertig. So, jetzt kommt hier das und das hin, ein bisschen Strom dran. So, ihr stellt bitte her Munition. Zack. Die legen das hier drüben drauf, führen das Ganze dann und dann glaube ich nur noch Stahl, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und der Stahl. Auch wieder ein paar Untergrundbänder. Ja, das war falsch. Machen das mal so. Das war nur völlig verkehrt rum. So, besser. Gut, der Stahl. Braucht mal wieder einen Splitter. Die sollte man irgendwann auch mal automatisieren. Das wird auch mal einen großen Batzen einfach nehmen können. Das geht hier hoch. Ja, wir wollen auch zwei Fabriken machen, das heißt, ich denke, so passt das. Warum mache ich den Stahl jetzt hier innen drinne? Naja, hier haben wir zwei Komponenten, hier haben wir eine. Das ist schon besser, wenn das dann so rumgelegt ist, weil die Knickarme, die kleinen, halt schneller sind. Da können wir halt die schnellen hinlegen und schon passt das deutlich besser. So. So, das kommt hier raus, geht auf ein Förderband und wird hier oben jetzt erstmal in eine Kiste gepackt. So, zack und Kiste. So, du stellst bitte her schwere Munition und los geht's. So. Und ihr seht schon, der Kollege hier hat ganz schön zu rödeln, während der hier oben nur ab und zu mal zugreift. Passt also. So. Der stellt jetzt schwere Munition her. Das ist schon mal gut. Des Weiteren wollen wir jetzt Granaten herstellen. Die brauchen Kohle und Eisenplatten. So. Das heißt, da wir das mit der Kohle ja nicht so reichlich haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen hier oben eine kleine Produktion davon, aber wirklich bloß eine kleine. Weil, wie gesagt, Granaten brauchen wir im ersten Step nicht so viele. Die brauchen wir nachher noch, das ist richtig, für die militärische Forschung. Beziehungsweise, da haben wir sie. Granaten, panzerbrechende Munition und Mauern. Aber da ich noch gar nicht weiß, wie viel militärische Forschung ich betreiben will, machen wir jetzt hier erstmal bloß eine kleine Fabrik, um einfach genug Granaten zu haben, um die Aliens auszurotten. Das war natürlich dämlich. Liegt das eigentlich noch nicht da unten drin? Zack. So. Einer dran. Zack, zack. Du stellst her Kronorden. Kiste dran. Und gut ist. So. Alles klar. Hier wird jetzt produziert. Das ist sehr schön. So, den Schaden hoch. Einfach damit wir weniger Munition für die Viecher brauchen. Weil ihr werdet sehen, so ein 100er Magazin ist relativ zügig weggeschossen. Oha. Ja, ich habe vergessen,
Die Dinger sind relativ intensiv in den Materialien. So. Und ihr seht, der kleine Arm kommt gerade so hinterher. Also schafft es gerade so bis zum nächsten, das halt wieder vollzufüllen. Alles klar. Gut. Wird jetzt produziert. Ist gut. So, als nächstes benötigen wir jetzt, also wir schauen noch mal ganz kurz nach hier unten. Da drüben habe ich nämlich schon wieder ein rotes Lämpchen gesehen, nämlich den Kollegen hier. Dann haben wir halt den Bauch mit. Hier, die könnten noch alle produzieren, die könnten auch noch alle produzieren, steht aber still. So, und hier staut sich mittlerweile das Holz. Aha. Und hier unten staut sich das Holz auch, weil hier genug Asche da ist. Deshalb kommt hier nichts mehr raus, deshalb steht das alles still. Das ist nicht so gut. So. Wir gehen jetzt hier hoch und machen jetzt dasselbe, was wir immer tun, wenn wir zu viel haben. Wir verbrauchen wieder etwas. Zack, runter. So, dann läuft das Ganze da drauf. Dann gehen wir hin und sagen, alles klar, wir stellen das Ganze um. Setzlinge mit Asche. So. Dann wird hier wieder fröhlich Asche verbraucht. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, können wir jetzt nämlich hier sagen, auch Holz mit Asche. Holz mit Asche. So, jetzt wird hier erstmal wieder rausgenommen. Holz mit Asche. So, das Ganze geht jetzt deutlich schneller. Und wir müssen jetzt hier natürlich noch das Ganze verteilen. So, wo ist er? Da ist unser Splitter. Geht da drauf. So, dann kommt der nämlich dorthin. Und der da. Nee, halt, den brauchen wir gar nicht. So, jetzt wird hier unten wieder fröhlich Asche produziert, wie doof, und das sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt hier noch einen riesigen Batzen davon im Inventar, das tun wir gleich da rein. So, alles raus. Hier auch noch diverse Setzlinge können wir gleich rausnehmen. Schotter, ja, passt. So. Okay. Gut. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier mehr oder weniger schon Ende sind und hier eventuell, wo der hat jetzt ewig lange Zeit, das nachzufüllen, von daher sind die zwei hier oben schon okay. Wir bräuchten also jetzt langsam hiervon, also hier noch mehr Gewächshäuser hier unten. So, das heißt, eins können wir noch bauen. Und für das Weitere fehlt uns dann Schotter.
Das ist gar kein Problem. Einfach nicht da einen großen Stack. Und ja. Ich denke, zwei weitere werden reichen. Ziehen wir hier schon mal die Förderbänder rüber. Dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen für die Rohre, beziehungsweise es könnte sogar reichen. Wir brauchen zwei Untergrundrohre. 3, 4. Ob das reicht, aber sollte eigentlich. So, wo sind sie? Da sind sie. So. Genau. Okay, es reicht nicht, weil da gleich noch ein weiteres dazukommt. So, also schnell nach oben. So, hier. Und wir sehen ja schon, die ersten Eisenquellen versiegen. Wir sollten uns also nicht mehr ganz so viel Zeit lassen mit der Eroberung der neuen. 4. Hier nehmen wir auch mal 2 mit. Passt. Gut. So. Ausreichend. Jetzt haben wir wieder alles. Und weiter geht's. So, wo ist er? Das heißt aber auch, wir brauchen hiervon noch mehr und dann fehlen uns die Eisenbahn. Oh, Gehfeste. Nehmen wir ein bisschen daraus. Und dann wird das Kupfer langsam alle. Warum wird das Kupfer alle? Ja, ganz einfach, weil die Produktion hier unten viel zu gering ist. So kommt man vom 100. ins 1000. So, wir brauchen mehr Schmelzöfen. In der Zeit, wo die Schmelzöfen produziert werden, setzen wir schon mal das Förderband. Passt das, wenn die hier, egal welche Seite kommen? Ja, ist ein komplettes Band. So. Deshalb. Zack, zack. Und wie gesagt, immer dran denken, ihr könnt ja gar nicht groß genug denken. So. Das produziert jetzt. Ich denke, das wird auch reichen von der Anzahl der Minen. Von daher gehen wir jetzt hier runter. So. Das letzte hat man gesetzt. Das heißt, wir können jetzt hier das machen und setzen hier noch. Genau, erst so rumbauen, weil sonst verbrauchen die Dinger gleich die Rohre, die ihr hergestellt habt. Und das wollt ihr natürlich nicht. So. Genau. Die Frage ist ja auch, wir gucken mal ganz kurz rein. Maximalverbrauch 46 Kilowatt und Maximalverbrauch 13 Kilowatt. Ja, da baue ich lieber zwei kleine. Warum arbeiten die jetzt schon, aber die hier drüben noch nicht? Gut, das arbeitet alles. Jetzt können wir unten noch den Output
erhöhen. Und hier unten kommen dann weitere Ausgänge. So, da kam wieder mal ganz kurz das Real Life dazwischen. Aber so ist das nun mal. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Und da gehen uns die Holzmasten aus. So, und wir sehen schon wieder, hier staut sich jetzt. Aber wir sehen auch hier fehlt die Asche. Von daher gehen wir her und bauen noch zwei Kokereien. Nummer Uno. Ich denke, hier sollten wir schnelle herstellen. 1, 2, 3, 4. So, da brauchen wir noch einen, weil wir haben ja noch eine Kokerei. Schnell die Rezepte. Und dann das daran. So, jetzt noch Strom. Und jetzt fängt das Ding hier wieder an loszulegen. So, jetzt können die auch wieder alle auspacken und wir kriegen deutlich mehr Asche hier hoch. Schauen wir mal, ob das reicht. Das kann man hier natürlich auch noch Dünger forschen und so weiter. Aber wir forschen erstmal Rüstung und dann noch stärkere Sprengstoffe und den Projektilschaden. Wie gesagt, ich will die Basen da oben relativ zügig angreifen, damit wir die halt zeitnah niedermachen können. So. Aber wir sehen jetzt hier schon, das Holz staut sich bis zurück und wird jetzt schon hier runtergeleitet. So. Das ist ziemlich gut, weil wir jetzt hergehen können und können sagen, alles klar. 1, 2, 3. Ist noch nicht so viel, dass hier so ganz viel ankommt, aber es ist erstmal schon ein Anfang. Und zwar gehen wir dann mit dem Förderband hier runter und kommen da wieder raus und gehen dann da lang rüber. So. Zack, zack. Dann stellen wir hier die drei Kokereien her. Und halt. Hier nehmen wir auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ihr stellt bitte her Holzkohle aus. Holz. Also zwei reichen erstmal. Weil. Wir jetzt auch hergehen und sagen. Ja, ist egal. Brauchen wir nicht, genau. Sagen hier zack, zack. Setzen hier oben noch eine Kokerei her. Und die macht Holz aus dem Zeug da. So. Huch. Ja, die produzieren natürlich noch nicht, wenn sie kein Wasser haben. Ich wundere mich schon, warum das hier so langsam geht. So. Alles klar, jetzt wird hier produziert. Jetzt läuft das. Also, macht's richtig und schon geht's. Okay. Der legt das unten drauf, der legt das oben drauf. Ich würde das Ganze hier unten jetzt einfach mal als Produktionsfläche betrachten wollen.
Frage ist halt, wo ziehen wir das Ganze dann zurück? So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das hier alles wegsammeln, bevor das hier hinten ankommt. Aber es sieht ganz gut aus, weil die halt relativ zügig produzieren. Das wäre natürlich fatal, wenn wir nicht genug Asche haben, um die Produktion am Laufen zu halten. Aber das sieht gut aus. Die würden hier erst durchlassen, sobald das Band voll ist. Und ich sage mal so, so lang dauert das gar nicht mehr. Okay. Passt. So, da kommt das Ganze raus. Und der legt das oben drauf, der legt das da drauf. Gehen dann zurück. Und suchen uns jetzt hier einen Weg nach oben. Und zwar dort bis reicht natürlich nicht. Das war ja wieder zu erwarten. Dam, 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 dam. Wie machen wir das dann? Ja, dann müssen wir es halt hier hochlegen. Ich denke, die vier Asche-Dinger reichen auch vollkommen zu. So. Gut. Jetzt brauchen wir mal noch zwei von den Tunneln. Und dann ziehen wir das nämlich einfach mal bis hier hoch. Hier rüber. Ah ne, ziehen es direkt hier rüber. Einfach damit wir den Platz noch haben. Auch immer ein bisschen Platz sparen, wenn möglich. So, wie sieht es denn eigentlich mit unserem Strom aus? Ja, wir sind ja schon am Stromlimit. Da war ja was. Wenn wir jetzt hergehen und uns nochmal so eine Dinger. Da fehlt uns Stein. Ja, das ist kein Problem. Den Hammer. Ja, oder auch nicht. Ach so, doch, den Stein haben wir. Aber hier sollte man dann noch mal eine Kohleader runterlegen. Und zwar müssen wir jetzt hier ein bisschen umbauen, weil das Ganze hier so nicht bleiben kann. Ja, aber halt, das sollten wir nicht so lange offline lassen. Von daher lassen wir es noch kurz so und probieren das mal hier unten, ob wir hier die zweite Produktionsstrecke hinkriegen. Und zwar würde ich die so setzen. Genau. Und immer eins versetzt. Das passt. Dann bauen wir den mal kurz ab. Aber hier passt es nicht, weil wir dann ins Wasser reinbauen würden. Genau, also es reicht natürlich wieder mal genau nicht. Jetzt halt die Frage, wo setzen wir unser nächstes Kraftwerk hin? Hier oben ist auch ein bisschen wenig Platz. Das ist aber ärgerlich. Na gut,
Dann würde ich sagen, setzen wir das nächste Kraftwerk doch ganz einfach hier hinten hin. Oder? Ja, doch, ich denke, das passt. Das heißt, die beiden. So. Und so. Und dann kommt hier die Offshore-Pumpe hin. Na klar. Das ist natürlich wieder super. Wir machen es anders. Wir gehen gleich richtig ran. Ach, manchmal stelle ich mich aber auch an. Unglaublich. So, jetzt aber. Eins, zwei. Und der befeuerte Greifarm kommt hier ran. So. Das heißt so viel wie. Das ist alles Quatsch. Ganz im Gegenteil. Wir müssen ja wahrscheinlich auf der Gegenspur noch mal nach unten. So, gehen hier rüber. Platzsparend an der Küste lang. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Da sitzt der Arm. Da ziehen wir den rüber. Und jetzt sollte das hier laufen. Sehr gut. Wo ist die Holzkohle? Kohle und Holzkohle. Zack. Einmal raus, bitte. Genau. So, den daran. Den daran. Und dann gehen wir hier einfach so rüber. Na klar. Das reicht natürlich ganz genau wieder nicht, aber egal. So, jetzt ist natürlich die Frage, reicht das schon, um das hier hinten dauerhaft zu befüllen? Ich werde es jetzt einfach mal laufen lassen und gucken, wie lange das Ganze hier hält, bis das, ich sag mal so, zusammenbricht. Und ob sich das da hinten überhaupt schon rechnet. Aber hier wird ja schon fröhlich produziert die ganze Zeit. Und wir warten jetzt mal, was da unten. Das dauerhaft weiter produziert. Gut. Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Schifffahrtssignale brauchen wir auch noch nicht. Feuerrate brauchen wir auch noch nicht. Den da erforschen wir mal noch. Außerdem möchte ich jetzt eine neue Flinte haben. Und ich möchte den Turm haben. Und ich merke, das Kupfer passt hier immer noch nicht. Und das gefällt mir nicht. So. Dann. Okay, dann bauen wir jetzt hier drüben noch eine neue Kupferstraße auf. Eigentlich wollte ich ja heute die Aliens killen gehen, aber naja. Ne? So. Meine Öfen. So, da legen wir es drauf, da kommt es runter. Das Förderband nach oben. So, dann brauchen wir noch ein paar von denen.
wenn ich das so sehe, können wir auch gleich noch ein paar von denen bauen. Sehr, sehr schön. Gut, es ist ein näher geworden, als ich erwartet hatte, aber na gut, dann ist das halt so. Gut, halt. So. Okidoki. Gut. Sieht natürlich alles aus wie Kraut und Rüben, aber was will man? Machen wir mal weg. Den hätte ich jetzt lieber so. Weil der dann hier oben auf beiden Seiten Kohle rausschieben kann. Vor allem mehr Kohle. So, hier kommt wieder ein Splitter her. Ein Underground Build. Untergrundförderband. So, es geht da drauf, das geht da drauf und dann hatten wir ja diverse Miner gebaut. So ist Kohle drin, so nicht. Halt. So ist keine Kohle drin. So. Wenn wir jetzt hier noch Strom dran tun. Das Ganze laufen, wenn wir halt genug Strommasten haben. Heißt aber auch, wir verbrauchen wieder unglaublich viel mehr Strom. So, aber wir schauen mal, ob das jetzt reicht und wir sehen ja hier schon wieder, das Kupfer staut sich schon wieder ein bisschen. Schauen wir mal, ob es reicht. Gut. Ein klein wenig haben wir noch. Das heißt, wir legen jetzt mal kurz los und gucken mal, was unsere Granatenproduktion hier oben macht. Na, das sieht doch ganz gut aus. Wie viele Motoren haben wir noch? Passt auch. Dann bauen wir uns mal ein Auto. Dann bauen wir uns eine Maschinenpistole. Nein, bauen wir nicht, weil wir keinen Kupfer haben. Bauen wir uns jetzt eine Maschinenpistole. Und dann hatten wir hier drüben unsere Produktion für Munition. Das noch relativ wenig. Aber okay. So. Warum habe ich jetzt... Egal. Ich habe mir offensichtlich schon mal eine gebaut. Naja, egal. Passt. So, Granaten habe ich, Auto habe ich. Jetzt fehlen zur Sicherheit mal noch ein paar Türme. Und da brauchen wir Eisenplatten. Und wir sehen hier schon wieder. Ah ne. Nee, nee, passt. Alles gut. Reicht alles. Genau. Ja, das sieht auch ganz gut aus. So, was haben wir denn als nächstes? Schwefelverarbeitung.
Mehr physischer Projektilschaden. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch fertig wird, aber ja gut, was soll's. Und ja, halt eine Rüstung wollte ich mir noch bauen. Schwere Rüstung oder modulare Rüstung. Hier kann man halt Sachen reinpacken. Bis 40. Aber die können wir noch nicht bauen, weil. Uns da die roten Schaltkreise noch fehlen. Okay. Wir haben jetzt alles dabei. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und befreien die erste Insel. Kurz gucken, Schiff. Oh. Wir sollten da ein wenig Kohle mitnehmen. Und wir sehen es aber hier, dass unsere Kohleförderung mittlerweile wieder an der Grenze angelangt ist. Das heißt, wir sollten hier bald mal noch ein paar Miner aufbauen. Alles rein. So. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, welches von diesen Inselchen hier gut verteidigt war. Wir fahren jetzt erstmal hoch zum Eisen und versuchen, die Eisenproduktion dort in unsere Hand zu kriegen. Also beziehungsweise das Nest und vielleicht das und das wegzumachen. Auf geht's! Und ich habe mir das auch mit dem Energiegewinn durch Solar und so weiter noch ein bisschen überlegt. Viele der Inseln sind relativ groß. Da können wir wahrscheinlich sogar Solarfelder aufstellen. So, Insel Nummer 1. Es ist natürlich gerade wieder Nacht, was ungünstig ist, aber naja. So. Wir legen als erstes die Granaten darunter. Dann nehmen wir uns zweimal das da raus. Haben auch unser Auto, was wir noch darunter legen. So, Auto dahin. Da haben wir das, das. Granaten haben wir da unten. Wir steigen ins Auto und sehen schon. Das ist relativ entspannt. So, das war jetzt aber nur bei diesem Nest entspannt, weil das war nur ein Spawner. Bei dem da unten wird das Ganze schon lustiger. So, wie fahren wir da am besten ran? Am besten von oben. Und ihr seht, die Viecher spucken fröhlich und die Säure ist halt wirklich eklig, wenn man da reinfährt. Beziehungsweise halt direkt getroffen wird. Und die Viecher sind halt auch nicht blöde. Die spucken halt auch genau in der Richtung, wo man unterwegs ist. So, unser Auto ist relativ beschädigt, deshalb irgendwo haben wir Reparaturkits. Dortens. Nehmen wir gleich mit runter und schrauben unser Auto wieder zusammen. So, sehr gut. Dann steigen wir ein und weiter geht's. Auf zum nächsten Nest. Granaten wieder in die Hand.
Mit den Granaten müsst ihr allerdings auch aufpassen, damit könnt ihr euch auch schön selber töten. So. Und auch mal ein bisschen aufpassen mit dem Auto, wenn ihr gegen Bäume oder Steine. Ach du Jemini. So, jetzt wird es halt lustig. So. So, das war auch kein Problem, aber hier unten ist wieder ein Beißer dabei. Also so ein. Gut. Was der eine Kollege da oben gerade versucht, weiß ich nicht so genau, aber es reicht. So, kurz gucken, dass hier nicht noch irgendwo neue Nester gespawnt sind. Das passt. Gut, hätten wir die Insel schon mal befreit. Und können jetzt hier beim nächsten Mal einen Eisenhafen bauen. Einfach Auto wieder aufsammeln. Und dann legen wir mal los und fahren noch zur Kohleinsel. So groß wie die Welt ist, könnten die Schiffe halt auch etwas schneller sein. Und mit etwas meine ich ziemlich viel schneller. Frage ist ja auch, was wir dann mit den Ressourcen auf den anderen Inseln machen, ob wir die dort verarbeiten direkt, also heißt schmelzen, und dann nur zur Endfertigung auf unsere Insel bringen oder ob wir die alles auf unserer Hauptinsel schmelzen. Aber ich denke, wir werden gar nicht drum rumkommen, einfach weil die Produktionsketten irgendwann so riesig wären, dass wir das Ganze direkt schon dort verarbeiten. So, und weil sich das Ganze danach zu gut nachmacht, wird jetzt auch wieder dunkel. Huch, da ist schon das erste Nest, das ist neu. Genau, da unten waren nur Beißer. Tun uns nicht viel. So. Also. Auto raus. Das rein, das rein. Das behalten wir. Granaten in die Hand. Das war richtig dumm. Gut, denkt dran, in diese hellen Flecken nicht reinfahren. Die töten auch euch auch noch, wenn der Turm quasi schon tot ist.
Das wird lustig. Auf, 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 auf. So, kurz aussteigen. Autoguns. Granate einsteigen. Und weiter geht es. Und da habt ihr gerade gesehen, wir sind einfach nur durchgefahren und trotzdem haben wir Schaden bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es gerade sagen wollte oder gesagt habe. Wer es nicht weiß, schießen mit Leertaste. So, wieder einer weg. So, und so zieht sich so ein Nest halt immer länger hin. Aber das ist nur zu Anfang. Später habt ihr dann den Panzer oder, wie ich gesehen habe, jetzt den Spider-Tron. Der wohl relativ gut gegen sowas sein soll. Es darf natürlich auch nicht außerhalb der grünen Reichweite klicken. Das passiert, wenn man dumm ist. Naja. Halt. Halt, stopp. Na klar. Ich gehe da hin und schieße mit der Pistole drauf. Kurz warten, bis ich mich wieder geheilt habe. Ja, wir könnten jetzt ein Auto bauen, aber und denkt immer dran, die Türme heilen sich auch. Und ihr heilt euch nur, wenn ihr eine bestimmte Zeit keinen Kampf gehabt habt. Damit hätten wir die Insel auch bereinigt und können hier beim nächsten Mal anfangen, Kohle abzubauen. Das war's für heute und viel Spaß beim selber Spielen. Beim nächsten Mal werden wir hier das Ganze anbauen und dann mehr Produktion aufbauen. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen.